Und damit ein herzliches Willkommen hier auf Greppo TV. Mein Name ist Greppo und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge 100 Minuten. Heute spielen wir Serial Cleaners, ein Stealth-Action-Spiel, relativ neu, so vor einer Woche, glaube ich, ungefähr rausgekommen, Mitte Oktober, Anfang Oktober, und gibt es an allen bekannten Stellen wie Steam und im Epic Game Store und kostet ungefähr 25 Euro. Ich erzähle gleich ein bisschen was dazu. Als allererstes würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und das Video liken würdet, wenn es euch gefällt. Da würdet ihr mir doch sehr helfen. Gut, wir starten mal einen neuen Spielstand rein. Ich habe nur einmal hier gestartet, um so eine Minute mich da mal reinzulesen und mal zu gucken. Passiert ist noch nichts, aber wir fangen trotzdem einen neuen Spielstand an. Silvester 1999. Gut, also das Spiel spielt im New York der 1990er Jahre, hier Silvester 1999, und man ist Tatortreiniger für die Mafia. Und wir schauen einfach mal. Gehe auf die Veranda. Okay, also mit... Schwenke die Kamera mit den Richtungstasten. Okay. Gut, da können wir so ein bisschen verschieben, nicht so viel. Gehe auf die Veranda, okay. All done on my end. You? Has the fridge been taken care of? Think so. Ah, brilliant. But my main concern is meatballs. All of them in the freezer? Oh, yeah. Well, almost. Got one left in the van. We ran out of space. Ah, of course we did. Of course we did. Okay, also es, die scheinen gerade Leichen verschwinden zu lassen und eine liegt da so rum im Kofferraum noch, schön angestrahlt. Angeblich hatten sie keinen Platz. Und wir sind ja bei der Mafia, deswegen wird ihm natürlich der Arsch aufgerissen. Christ almighty, hell. Don't be a bozo. We only got through this decade because we're not bozos. Bozos get caught. You want to be a bozo? Go down that road, fine. But don't take us with you. Sorry, Bob, I, kinda didn't know what to do. Hä? Leiche verschwinden lassen, natürlich. It's okay. Put the Goomba in the basement. I'll figure something out later. Okey-doke, Bob. There goes the idea, starting the new millennium with a clean slate. But, I appreciate the porch work. I really do. Gotta be the most festive-looking mortuary in New York City. Ja, gut geschmückte Leichenhalle, das stimmt. Mit dem Schneemann, Rentieren und darüber die 2000er Luftballons. Okay, jetzt spiele ich ihn hier. Der geht ja, als ob er gerade gepumpt hätte im Fitnessstudio. So, okay. E tragen. Halte Alt gedrückt, um Reinigungsgespür zu aktivieren. Sieh die Welt mit den Augen eines Cleaners und markiere interessante Objekte. Filtere Objekttypen und wechsle die Stockwerke mit den Ziffertasten. Schwenke die Kamera mit Richtungstasten. Okay. Okay, gut, gut. Lass mal probieren. Alt. Ah, okay. Okay, da kann ich reingucken ins Haus. Schlüssel. Tür. Hier passiert nichts. Hoch und runter. Ah, okay, hier, das ist der Keller scheinbar. Okay, gut. E öffnen. Okay, hier ist irgendwie so eine Festraum. Kann man da rein? Hust. Halte Shift gedrückt, um zu sprinten. Umherzulaufen macht eine Menge Lärm, aber es kann dir auch helfen, Leichen schneller zu transportieren oder sogar Feinde niederzuschlagen. Sei jedoch nicht überrascht, wenn sie ihre Schusswaffe ziehen, nachdem du das tust. Okay, gut, alles klar. Achso, da dieser Kreis, da wo ich hin muss, oder was?
So? Was he mad? What did he say? Natürlich ein Arsch. A bit of a dick. Nothing new. Gotta keep us on the edge, I guess. Okay, dann gehen wir in meinen Keller. Und wir hinterlassen Blutspuren scheinbar. Warum geht die Tür nur unten auf? Achso, drücke Control, um dich zu duken. Wenn du dich dukst, kannst du dich geräuschlos bewegen und dich hinter niedrigen Hindernissen verstecken. Milton heißt er so? Okay, ich kann aber niemanden tragen, scheinbar hier drin. Dann nehme ich mal den Schlüssel. Halte F gedrückt, um eine Tür zu öffnen, wieder zu öffnen oder zu verschließen. Wenn du eine Tür vor den Augen deines Feindes öffnest, steckst du ihn nieder. Einige Türen werden mit Schlüsseln oder Schlüsselkarten verschlossen. Einige können mit einem Türschloss gesichert werden. Okay, klar. Okay, let's go. So, F. Also hier. Und jetzt hinterlassen wir auch keine Abdrücke mehr. Scheinen wir irgendwo abgeputzt zu haben, die Füße. Ah, fucking hell, dude! I just cleaned here! Yeah. Couldn't be helped, Bob told me to... He told you to walk in here in those dirty ass shoes? Jesus Christ! Oh, fuck. Sorry, That was a bad move, yeah. I'm sorry, Lottie. Ja, lass deine Wut freien Lauf. But the mess you always make down here, it doesn't magically clean itself up. Jesus, Marion. Just get the hell out of here, Hal. Do something useful and get the oven heated. Oh, okie doke, Lottie. And take those damn shoes off first. Okay, halte leer gedrückt, um zu reinigen. Das Geräusch des Staubsaugers zieht die Aufmerksamkeit der Feinde auf sich. Okay, gut. Ja. Ist ja auf alt. So, was jetzt sonst noch? Hier ist alles sauber, oder? Woran erkenne ich denn, dass schmutzig ist? Soll ich jetzt sonst was sauber machen? Die Kuhspuren auch noch. Überprüfe das Liniensymbol auf der Blutleiste, damit du weißt, wie viel Blut du entfernen musst. Denk daran, dass einige Aktionen von Cleanern dazu führen, dass mehr Blut verteilt wird. Okay. Das Schlamm, das ist gar kein Blut. Okay. Bisschen hakelig hier durchzusteuern, oder bin ich zu doof? Wahrscheinlich letzteres. Bless this mess. Okay. Yo, homegirl. What's keeping you? The usual. The big boy walked in and made a big mess again.
That's why we love him and pay dearly for him. Need some help? It's mud, not the red stuff. Just don't spread it further is all I ask for. Besides, I'll be there in a sec. Better put some music on before the guys do. Hardcore Hacker Hack You. Aha. Geh ins Backoffice. Achso, das hier hinten. Das scheint das normale Büro zu sein. Ja, so sprintet man. Okay. Body Time. Boring. No. It's the most. Boring. Majorly boring. What now? Start working, you goddamn piece of... Huh. If technology can kick even Aaron's ass now, what hope do the rest of us have? Ooh, tell her to put on something thematically relevant. Whatever this noise is, it's a major drag. Piss euch, ich bin der DJ. I happen to like this band. They embody the sound of the decade. Like dial-up modem noises mixed with ice skating on a chalkboard. Nah, leave it. At least it's not so... And... You want to talk about Mitch Milton now? Ha, five beers too early, kids. You wanted to reminisce tonight. Let's reminisce from the start. Mitch Milton. Touchy subject, kid. Mitch is still warm, and so are my memories of the fucker. Come on, man. Yo, Bob, you know that brains stay active for hours after death. Really? Well, my horribly offline friends, hearing is said to be the last thing to go. So, Mitch Milton might still appreciate a good word or two, you know? Yeah, that's just a fat lie meant to play on my good old Catholic guilt, isn't it? Scientific speculation. That's all. Take it or leave it. TTYL. Öffne die Tür und schreie Miltons Überreste an. Okay. Ah, der ist jetzt nicht so schnell am Sprinten. Yo, Mitch. The kids want to listen about the good old times. So, 1990. A crooked lawyer's call. A serial cleaner parting a Red Sea like Moses. Vamos. 1990. New York City, Manhattan. Der Cleaner ist zurück mit seinem ersten Vertrag in New York City. Aber dies ist nicht L.A. Alles ist irgendwie seltsam, auch die Verbrechen. Ein findiger Crack-Händler, der diese Oase der narkotischen Entspannung betrieb, wurde von einem örtlichen Straßenjungen ausgeraubt und getötet. Das Crack muss fließen, damit dieser kleine Zwischenfall nicht ans Licht kommt. Okay. Back in Action. Die Musik ist ja wirklich mega. Cooler Stil. It's cleaning time. Nicht ins Blut treten. Oh. Dein Hauptziel ist es, Leichen, Beweise und Blut zu beseitigen. Dein Fortschritt kannst du in der oberen linken Ecke des Bildschirms verfolgen. Ah, okay. Also Blut, dann drei Leichen und drei Beweise. Okay, gibt's eine Zeit? Korridor? Nee, gut. Saugen wir erstmal das Blut weg. Leichensack. Alte F gedrückt, um eine Leiche in einen Leichensack zu wickeln. So lässt die Leiche keine Blutspuren zurück, wenn du sie schleppst und erregst keine Aufmerksamkeit, wenn du sie auf öffentlichen Plätzen trägst. Okay. Dann Leichensack. Können wir die irgendwo verstecken?
Ach, ich kann nicht. Gott, ich verstecke mich. Ausspringen, ja. Okay, Richtungstaste plus. Okay. Wo entsorgen wir denn die Leichen eigentlich? Jetzt kommen die Bullen, okay. Große Beweise bei dir trägst, halte leer gedrückt, um zu zielen und E, um sie zu werfen. Okay, damit kannst du Streifenmusisten ablenken oder sie sogar niederschlagen. Okay, gut. Ist das hier ein schwerer Beweis? Nee. Weiß es weg. Entsorgung. Ah, ich schmeiße ins Treppenhaus das Ziel oder was? Bisschen kompliziert hier mit der Tastatur, das alles zu bedienen. Doch mal bitte ab. Schwer alles. Nur den einen Bullen hier eigentlich. Okay.
Ja, geh da mal rein, geh da mal rein. Aufschließen. Das ist ja schon ganz spannend hier. Zack rein. Zack wieder zu. Erstmal den Beweis vernichten. Okay, gut. Hier ist nichts, mein Freund. Bitte weitergehen. Bitte gehen Sie weiter. Achso, den Beweis habe ich schon. Wie kann ich das Licht ausmachen? Was hier? Hier ist nix. Ich hab doch was gehört. So, jetzt muss ich noch einmal hier den letzten Rest. Aber ich... Wie kann ich den denn... Ach, vielleicht mit dem schweren Beweis? Vielleicht. So, jetzt muss ich noch einmal hier kurz anvisieren. So, das ist auch sauber. Nur aus dem Fenster eigentlich? Oder dreht er sich auch nur um? Halte Shift gedrückt, um über Blutflecken zu rutschen. Und mit schleiche dich leise an deinen Feinden vorbei oder stoße sie während des Rutschens nieder. Okay, gut. Ich will die erstmal einwickeln. Ah, und hier speichere ich. Okay, gut. Würde der ja im echten Leben schon hören, der Bengel, ne? Oder? Hm, wo ist die Leiche hin? Tür ist auf. Das war aber nett gemacht. So, jetzt lass uns mal gucken, wie kommen wir denn jetzt... Jetzt müssen wir wahrscheinlich hier... Wenn der andere Bengel gleich drin ist... Gehen wir einmal die Leichen raus. Thank you.
Augenblick gibt's nicht, ne? Nee, ziehen müssen wir das. Die müssen wir erstmal ziehen. So, hier durch. Kommst du jetzt hier wieder angewandert? Nichts passiert, bitte gehen Sie weiter. Ich muss da durch, ne? Es hilft nichts. Da dreimal durch. Erstmal die zwei Sachen hier nach vorne. Dass es gleich schneller geht. Eine Leiche, ein Beweis. Und ab dafür. Merkwürdig ist das schon, dass der Polizist da nur aus dem Fenster glotzt, ne? Der hier links oben. So, und der letzte Beweis. Und zack. Weg hier. Flucht. Sehr gut. Ah, so eine Uhr hatte ich übrigens auch als Kind. And one more toast for Mitch. It's been 10 years since I got back to working with corpses full time. And I still can't believe that three walking dead men became my friends. Dead men often better friends. Can't stab you in the back. Wanna tell us about your baggage now or later, big man? Come on now. We're all a civilized bunch.
Participation is, of course, voluntary. Although, I'd urge you to rise to the occasion. Anyone? Okay, also Bob haben wir gerade schon gespielt. Jetzt haben wir noch Lati, Psycho und Viper. Okay. Gut, und offensichtlich schwelgen wir in Erinnerungen hier an Silvester. Und können jetzt die anderen drei wahrscheinlich spielen. Das machen wir bei der nächsten Folge. Dann für jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Freue ich mich sehr drüber. Und sonst bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.